Hallo, liebe Laufgemeinde. Tja, ich habe mich trotz der Hitze mal auf den Weg gemacht und bin nach Stolpen gefahren. Und ich will heute mal so diesen Basaltlauf, für den ich mich angemeldet habe, den will ich heute mal testen. Ich glaube, ich drehe mich erstmal kurz rum. Ah, jetzt sieht man mich auch. Ja, den Basaltlauf, den will ich heute mal testen. Wir haben ungefähr so um die 26 Grad, herrlicher Sonnenschein. Und die Strecke ist etwa 10 Kilometer. Also ich habe diese Teststrecke jetzt ein bisschen gekürzt. Offiziell geht die über 13 Kilometer. Also, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und in diesem Sinne, auf geht's, Freunde. Also die Strecke geht ziemlich viel durch offenes Gelände, viele Radwege, also so ein richtiger Traillauf ist das nicht. Das ist so eine Mischung aus Traillauf und Straßenlauf, aber ist okay. Jetzt bin ich hier, da ist gerade noch ein bisschen Schatten, ein paar Bäume. Und ich weiß, ein paar Meter hin vielleicht, ich schätze mal so 100, 200 Meter, da kommt die größte Steigung auf der Strecke und dann geht es eigentlich immer ziemlich bergab. Jetzt bin ich fast am höchsten Punkt und das ist auch gleichzeitig die Hälfte der Strecke. Jetzt sind wir hier an der Buschmühle. Ja, jetzt noch die Steigung hoch. Dann haben wir den höchsten Punkt und die Hälfte der Strecke. Jetzt sagt mir meine Uhr gerade Routenabweichung und da schaue ich, ja, ich hätte müssen in die Richtung dort, da hinten durch den Wald durch, ja, den Abzweig habe ich jetzt verpasst, aber gut, das ist nicht so schlimm, die kommen ja vorne beide wieder zusammen, da hätte ich natürlich einen besseren Trail gehabt, aber okay, in dem Sinne, ich bin gleich oben. So, ein kurzes Lärmszeichen von mir. Ich habe jetzt 6 Kilometer hinter mir und 38 Minuten und habe jetzt eine Höhe von 130 Metern ungefähr. Ja, das sieht also rundum nicht ganz schlecht aus. Hier ist der höchste Punkt erreicht und jetzt geht's in die Richtung und nur noch bergab. Ich denke, jetzt kann ich noch ein bisschen Zeit gut machen und ich würde sagen, ich melde mich am Auto nochmal. Die paar Kilometer, die will ich jetzt erst mal durchziehen. Also, auf geht's! Ja, ich bin wieder am Auto. Ich habe ja gesagt, ich melde mich, wenn ich am Auto bin. Die Strecke ist durch, es waren ungefähr 10 Kilometer, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich blende euch die ganzen Zeiten und die Geschwindigkeiten, das Höhenprofil, blende ich euch alles ein. Und ja, ich muss sagen, ich glaube, ich habe so ein, boah, wenn ich mich jetzt nicht täusche, waren es so 8,7 km/h. Das müsste eine Pace von 6, knapp 7 sein. Ich muss mich mal überraschen lassen, wie gesagt. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Ja, was bleibt mir noch übrig? Ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder.
Also, ich bin heute erstmal zufrieden. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.